Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Wir beginnen mit einer dramatischen Breaking News. Erstmals kündigt der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck an, dass die Bundesregierung Millionen Haushalten das Gas abdrehen könnte. Letzte Woche sagte Habeck noch, Häuser und Wohnungen seien gesetzlich geschützt. Man würde sie nicht von der Gasversorgung abkoppeln. Jetzt sagte Habeck beim Besuch in Wien das exakte Gegenteil. Schauen Sie mal. Niemand soll frieren. Aber dass private Haushalte auch ihren Anteil leisten und dass eine dauerhafte oder langfristige Unterbrechung von industrieller Produktion massive Folgen auch für die Gesamtwirtschaft hat, für die Menschen im Land, für die Versorgungssituation, das, denke ich, ist inzwischen auch erkannt. Private Haushalte, Zitat, müssten ihren Anteil leisten, weil eine dauerhafte oder langfristige Unterbrechung von industrieller Produktion massive Folgen für die Versorgungssituation hätte, so Habeck. Habeck weiter, wir reden hier möglicherweise von einer monatelangen Unterbrechung von Gasströmen. Monatelang. Monatelang kein Gas, keine Heizung für deutsche Haushalte. Das ist jetzt die Position der Bundesregierung. Wohnungen und Häuser gelten ganz offiziell nicht mehr als geschützt. Eine dramatische Kehrtwende gegenüber letzter Woche. Eine gebrochene Zusage des Ministers, die Millionen Deutsche in eine Kältekatastrophe stürzen wird. Wenn Sie wissen wollen, warum Ihr Leben, wie Sie es bisher kannten, gerade zusammenbricht, warum uns ein totaler Kollaps der deutschen Wirtschaft droht, wenn Sie den epochalen und unverzeihlichen Wahnsinn des deutschen Atomausstiegs verstehen wollen, dann müssen Sie bloß auf diese beiden Bilder blicken. Links sehen Sie, wie die Kühltürme des Atomkraftwerks Philippsburg in Hessen gesprengt werden. Das AKW Philippsburg wurde nicht gesprengt, weil es morsch oder marode war, sondern weil es politisch nicht mehr gewollt war. Rechts sehen Sie die Preiskurve für Strom in Deutschland. Am 23. März 2020 kostete eine Megawattstunde 39,10 €. Heute kostet die Megawattstunde 340 €, fast das Zehnfache. Der Strom, der zu unserer Grundversorgung gehört, ist damit ganz offiziell zum Luxusgut geworden. Ein Luxusgut. Strom wird der neue Kaviar. Links sehen Sie die Politik unserer Bundesregierung. Rechts sehen Sie die Folgen dieser Politik. Links sehen Sie die schauderhafte Symbolik politischer Utopie. Was nicht ins Weltbild passt, wird einfach in die Luft gejagt. Rechts sehen Sie den Preis, den Sie dafür bezahlen. Jeder Mensch, dem Vernunft näher ist als Ideologie, hat exakt dieses Ergebnis vorhersehen können. Wenn es von etwas weniger gibt, dann wird es teurer. Wenn es von etwas sehr wenig gibt, wird es zum Luxus. Wenn es von etwas zu wenig gibt, dann brechen Kämpfe darum aus. In Kriegen sprengt man Kraftwerke, um die Zivilbevölkerung zu terrorisieren, um Menschen ihre Lebensgrundlage zu nehmen. Denn ohne ausreichend Energie kann keine Gesellschaft auf Dauer überleben. Der Atomausstieg war das gefährlichste und schädlichste Stück ideologischer Politik in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ist eine Politik der Deindustrialisierung, des wirtschaftlichen Selbstmordes. Diese Politik macht mit Deutschland, was nach dem Krieg nicht einmal die Alliierten den besiegten Deutschen antun wollten, was sie als gefährlich erkannten. Sie wussten, dass arme Deutsche der Welt nicht guttun würden, dass es um ein armes Deutschland herum kein stabiles Europa geben würde. Wir haben aus einer irrationalen und von den Grünen geschürten Angst vor dem atomaren Super-GAU die Atomkraftwerke abgeschaltet. Nun stehen wir vor dem wirtschaftlichen Super-GAU, weil wir die Atomkraftwerke abgeschaltet haben. Schauen Sie mal, was Bundeskanzler Olaf Scholz dazu sagt. In diesen Tagen beschäftigt uns die Sicherheit unserer Energieversorgung. Sie wird es noch die nächsten Wochen, Monate und auch Jahre. Die Sicherheit unserer Energieversorgung wird uns noch Jahre beschäftigen, sagt der Bundeskanzler. Auf Jahre wird Deutschland keine sichere Energie mehr haben. Das sagt Olaf Scholz. Sie wissen, was das für die Sicherheit von Arbeitsplätzen bedeutet. Kein einziger Arbeitsplatz in Deutschland ist auf Jahre mehr sicher. Sie sehen die Angst im Gesicht von Olaf Scholz. Vor genau einem Jahr sagte die Vorgängerregierung, in der Olaf Scholz Finanzminister und Vizekanzler war, übrigens das exakte Gegenteil davon. Zitat: Alle der Bundesregierung bekannten, nach dem Stand der Wissenschaft, die Wissenschaft, da ist sie wieder, nach dem Stand der Wissenschaft durchgeführten Analysen zur Versorgungssicherheit kommen zu dem Ergebnis, dass die sichere Stromversorgung in Deutschland absehbar auf dem heutigen hohen Niveau gewährleistet bleibt. In den Analysen wird auch der Ausstieg aus der Kernenergie und die Beendigung der Kohleverstromung berücksichtigt. So sah es die Bundesregierung noch vor einem Jahr. Eine katastrophale, grob fahrlässige Fehleinschätzung, die so absehbar war, dass sie nah an der Lüge ist. Was Olaf Scholz so fürchtet,
ist der Super-GAU des Blackouts, der heute so realistisch, man könnte sagen, so wahrscheinlich ist wie nie zuvor. Und Olaf Scholz hat keine Ahnung, was er tun soll. So antwortet er bei Maybrit Illner auf die wiederholte Frage, wie die Regierung die Katastrophe noch abwenden will. Schauen Sie mal. Auch da arbeiten wir dran. Wir beschäftigen uns mit diesen Fragen, weil sie so ernst sind, wie sie hier gestellt werden. Das, was wir uns vorgenommen haben, ist ja doch eine Nummer. Wir haben uns vorgenommen, dass wir helfen, soweit wir das können. Und wir werden da weitermachen. Ich habe mir das fest vorgenommen. Aber gleichzeitig ist es so, dass wir eben auch weitere Hilfen durchaus überlegen. Aber wir sind gewillt, sehr genau zu gucken, was man unternehmen kann. Da arbeiten wir mit Tempo dran. Keine Antwort, nur Blabla von unserem Bundeskanzler zu einer existenziellen Frage. Was glauben Sie? Kann unser Kanzler eine Krise bewältigen, von der Vizekanzler Olaf Scholz noch geglaubt und behauptet hat, sie könnte niemals eintreten? Nein, natürlich kann er das nicht. Übrigens, als es im Bundestag um genau dieses Thema ging, erschien Olaf Scholz gar nicht erst. Niemand aus seiner Regierung erschien. Dieses Foto zeigt die Regierungsbank in dem Haus, das dem deutschen Volke gewidmet ist, als über eine lebensbedrohliche Katastrophe für das deutsche Volk debattiert wurde. Sie sehen, kein Bundeskanzler, kein einziger Minister. Man kann sich vor der eigenen Verantwortung nicht mehr verstecken. Aus der Atomenergie auszusteigen war ein katastrophaler Fehler von historischer Dimension. Das sehen wir jetzt. Jetzt nicht wieder einzusteigen, die Laufzeiten nicht zu verlängern, ist nichts anderes als kriminell. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder warnt vor Gastriage, vor einem, Zitat, Schlaganfall für die deutsche Wirtschaft. Und er sagt, wenn es zu einem Blackout kommt, dann trägt allein die Bundesregierung die Verantwortung. Auch Wolfgang Kubicki, der kein durchgeknallter Prepper, sondern einer der erfahrensten und vernünftigsten Demokraten unseres Landes ist, warnt vor einem Blackout und vor Aufständen auf unseren Straßen. Schauen Sie mal. Ich bin kein Kernenergiebefürworter, aber wir haben eine tatsächliche Krise, eine massive Energiekrise, auch müssen wir eine massive Stromkrise, weil die regenerativen Energien nicht in der Lage sind, sind ja nicht grundlastfähig, nicht in der Lage sind, die Stromversorgung dauerhaft wirklich sicherzustellen. Deshalb ja diese ganzen Aufforderungen zum Sparen. Ich halte es in dieser Phase für unverantwortlich, die Kernkraftwerke abzuschalten. Das habe ich schon mal gesagt. Wir können uns darauf verständigen, sie 1, 2, 3 Jahre weiterlaufen zu lassen, bis wir tatsächlich ausreichende eigene Energieversorgung aus anderen Quellen generieren können. Aber sie abzuschalten und uns damit vielleicht im Januar oder im Februar, wenn Dunkelflaute herrscht, in einen Blackout zu führen, ist für mich nicht mehr hinnehmbar. Ich verstehe auch meine grünen Freunde nicht. Braunkohlekraftwerke anzufahren, länger laufen zu lassen, die einen CO2-Fußabdruck haben, der schlimmer nicht sein kann. Und Kernkraftwerke abzuschalten, ist auch unter Klimagesichtspunkten absolut irre. Konsequenzen für den Fall eines Blackouts im Januar oder Februar nächsten Jahres für die Grünen katastrophal werden. Ich glaube, dann gehen die Menschen auf die Straße und lassen es nicht mehr zu, dass sie von 25% der Bevölkerung und ihrer Elite in der politischen Klasse, dass sie von denen drangsaliert werden. Dann wird es Konflikte geben, von denen die Grünen momentan noch gar nicht ahnen, wie schlimm das werden kann. Doch von denen noch niemand ahnt, wie schlimm es werden kann. Der Blackout, also flächendeckende Stromausfälle über längere Zeit, sind keine kuschelig-romantische Zeit für Kerzenlicht und Zweisamkeit, sondern Untergangsszenarien für Zivilisationen. Nach wenigen Tagen gibt es kein Brot mehr in den Bäckereien. Lebensmittel verderben, weil es keine Kühlung mehr gibt. Die Versorgung bricht zusammen, weil Diesel nicht mehr für Lkw genutzt werden kann. Er wird für Notstromaggregate gebraucht, zu denen die Bundesregierung schon jetzt ganz offiziell rät. Schauen Sie. Und dann heißt es, es gäbe kein Stromproblem. Nun ja, ein Drittel des Gases, das importiert wird, wird verstromt. Wenn es keinen Bedarf an Strom gäbe, an klimaneutralem Strom, warum dann heute Morgen das EEG? Warum, wenn es kein Stromthema gäbe? Wenn es keine Stromlücke droht, warum fordert der Staatssekretär im Energieministerium dazu auf, Notstromaggregate für den Winter zu kaufen? Wenn es kein Stromproblem gibt, warum Notstromaggregate? Wenn wir kein Stromthema hätten, warum lassen Sie Kohlekraftwerke länger laufen, wenn wir keinen Strombedarf hätten? Das passt doch nicht zusammen. Wenn wir keinen Strom mehr haben, dann breitet Hunger sich aus. Kaum ein Mensch in diesem Land kann sich vorstellen oder noch daran erinnern, was Hunger mit einer Gesellschaft macht. Wenn Sie Ihre Kinder nicht mehr füttern können, Sie wissen das, dann sind Sie plötzlich zu allem in der Lage. Hunger verwandelt Gesellschaften in kürzester Zeit in einen erbarmungslosen Verteilungs- und Überlebenskampf. In den Krankenhäusern fallen dann die Geräte aus, die Menschen am Leben halten. Schon jetzt wird in unserer Hauptstadt Berlin geplant, Notunterkünfte für alte Menschen einzurichten, damit sie nicht bei Kerzenschein in ihren kalten Wohnungen erfrieren. In den Großstädten übernehmen in der totalen Dunkelheit der Nacht die Clans die Macht auf den Straßen.
Die Kinder sollen es mal besser haben. Dieser schönste Satz unserer Gesellschaft, den wir seit Jahrzehnten kennen, leben und beherzigen, bricht gerade vor unseren Augen zusammen. Durch katastrophale Politik. In einer solchen Notlage nicht alle verfügbaren Kraftwerke, egal ob Kernkraft oder Kohle, wieder hochzufahren, ist ein Verbrechen an der Bevölkerung. Nichts anderes. Wir haben nicht mehr genug Energie für Strom und Heizung, also müssen alle verfügbaren Kraftwerke laufen. Jeder Mensch versteht das. Das ist keine Frage der politischen Ansicht, sondern eine Verpflichtung, auf die unsere Regierung ihren Amtseid geschworen hat. Wer in dieser dramatischen Lage Kraftwerke abschaltet, bringt Schaden und Leid über Deutschland. Die Daseinsvorsorge, also zum Beispiel die Versorgung mit sauberem Wasser und Energie, ist der Grund, warum wir überhaupt einen Staat haben. Das ist die Aufgabe des Staates. Der Staat hat kein Recht, dieser Aufgabe nicht nachzukommen. Es gibt kein Recht darauf, Deutschland frieren zu lassen. Wir wählen Politiker aus nur einem Grund, um unsere Interessen zu vertreten. Kein Mensch im Land hat das Interesse, keinen Strom, keine Wärme mehr zu haben. Manche mögen naiv genug gewesen sein, das grüne Märchen von den alternativen Energien zu wählen, die Grünen zu wählen, aber niemand hat gar keine Energie gewählt. Niemand hat das gewählt. Angela Merkel und die SPD haben dieses Land in eine grüne Politik getrieben, die niemand so gewählt hat, mehr Zuwanderung, als das Land wollte, weniger Energie, als das Land braucht. Heute spüren wir das. Die überwältigende Mehrheit der Menschen in Deutschland will sicheren Strom aus Atomkraftwerken, über 60%. Aber Robert Habeck will das nicht, weil er etwas anderes für, Zitat, richtig erkannt hat. Das ist seine ganze Begründung. Schauen Sie mal. Lieber Markus Söder, nebenbei, als es kurz um Atomkraft ging, haben Sie gesagt, und die Mehrheit der Menschen will das vielleicht auch. Ich kann mich daran erinnern, dass am Anfang des Ukraine-Krieges oder des russischen Angriffs auf die Ukraine eine überwältigende Mehrheit in Deutschland ein sofortiges Gasembargo gefordert hat. Die Umfragen waren erschlagend. Und auch eine Vielzahl der Ökonomen hat gesagt, alles nicht so schlimm, können wir sofort machen, legen wir Putin doch Hand, das Handwerk doch mit Gasembargo. Interessanterweise habe ich diese ökonomischen Stimmen jetzt die letzten 14 Tage gar nicht mehr gehört. Und die Sorge hat die Umfragen von damals weit überflügelt. Wir haben wöchentliche Daten zu Parteipräferenzen, zu Politikerpräferenzen und zu dem und jenem Thema. Politik ist aber nicht Deutschland sucht den Superstar, wo irgendwelche Publikumsvoten abgegeben werden und danach richtet man seine Meinung aus. Das führt zu einer Just-in-Time-Politik, die immer nur dann agiert, wenn das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen ist, die getrieben wird durch Stimmung. Und wenn wir beim Handwerk und bei der Wirtschaft stärker wieder hin zum Menschen in den Mittelpunkt wollen, dann müssen wir bei der Politik auch darauf dringen und hoffentlich dann auch demokratisch irgendwann dafür belohnt werden, dass man nicht entlang von Stimmung entscheidet, sondern entlang von einem Wertekompass und einer Verantwortung gegenüber den Dingen, die man für richtig erkannt hat. Was Robert Habeck für richtig erkannt hat, finden die meisten Menschen in diesem Land falsch. Irgendwelche Publikumsvoten nennt er ihre Angst. Irgendein Publikum nennt er sie. Herr Habeck, das sind die Menschen, die Sie vertreten sollten, nicht irgendein dämliches Deutschland sucht den Superstar-Publikum. Habeck hofft, dass er, Zitat, irgendwann mal demokratisch belohnt wird für Dinge, die er für richtig erkannt hat. Übersetzt heißt das, er weiß, dass die meisten Menschen für falsch halten, was er als richtig erkannt hat. Er weiß auch, dass er dafür kein demokratisches Mandat hat. Er hofft halt, dass es irgendwann mal kommt. Robert Habeck ist nur aus einem einzigen Grund gegen Atomkraft. Atomkraft ist gut für die Macht von Robert Habeck. Durchgeknallte Atomkrafthasser sind seine Machtbasis. Der Aufstieg der Grünen gegen die Atomkraft ist der Abstieg Deutschlands. Robert Habeck ist bereit, dafür eine absolut verheerende wirtschaftliche und gesellschaftliche Kettenreaktion in Kauf zu nehmen, die niemand mehr stoppen kann, die in Rezession und Elend führt. Robert Habeck mag kein spaltbares Material in Atomkraftwerken, aber er sieht unser ganzes Land als spaltbares Material. Robert Habeck weiß das. Er sagt selber, dass unser Land vor einer Zerreißprobe steht. Hören Sie mal. Es ist einfach eine Situation, wie wir sie noch nicht hatten. Alles ist möglich, alles kann passieren. Es kann sein, dass das Gas wieder fließt, auch mehr als davor. Es kann sein, dass gar nichts mehr kommt. Und wir müssen uns ehrlicherweise immer auf das Schlimmste einstellen und ein bisschen für das Beste arbeiten. Robert Habeck sagt, wir müssen uns auf das Schlimmste einstellen. Aber er ist nicht bereit, dieses Land auf das Schlimmste vorzubereiten. Hier ist Habecks Parteifreundin Katrin Henneberger letzte Woche im Bundestag.
Jetzt habe ich noch 26 Sekunden und möchte noch spontan etwas zur Atomkraft hinzufügen, weil ich das Gefühl habe, dass mein Nachredner Herr Spahn auch dazu reden möchte. Ein Blick nach Frankreich zeigt, dort steht gerade die Hälfte der Atomkraftwerke still aufgrund von Problemen beim Reaktor, aufgrund der Klimakrise. Atomkraft ist eine hochgefährliche Risikotechnologie der Vergangenheit und die deutschen Atomkraftwerke werden nicht verlängert werden. Vielen Dank. Sie wollen Ihnen schon wieder Angst machen. Sie hören am dümmlichen Edgy-Badge-Sound von Frau Henneberger, dass es diesen Leuten nicht ums Land geht, sondern darum, uns ihren Willen aufzuzwingen. Was Katrin Henneberger dabei verschweigt, Europa bezieht inzwischen Atomstrom aus der Ukraine, aus Tschernobyl. Ja, da hören Sie richtig. Ausgerechnet die Grünen beziehen ihren Strom lieber aus Tschernobyl, als sichere deutsche Kernkraftwerke laufen zu lassen. Finanzminister Christian Lindner hat sich in den letzten Wochen mehrfach dafür ausgesprochen, deutsche Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Es schien so, als könnte die FDP als Regierungspartei wirklich am Atomausstieg noch etwas drehen. Letzte Woche wurde dann im Bundestag darüber abgestimmt. Die FDP hat geschlossen gegen die Atomkraft gestimmt. Nur Lindner sagte ja, allerdings nicht zur Kernenergie im Bundestag, sondern zu seiner Verlobten auf Sylt. Er war nicht anwesend. Geschlossen gegen längere Laufzeiten für Atomkraftwerke vor 5 Tagen. Heute erklärte FDP-Chef Christian Dürr, Fraktionschef Christian Dürr dann im Deutschlandfunk, kein Kubikmeter Gas sollte mehr verstromt werden müssen. Deswegen wäre es jetzt richtig, die Laufzeiten der Kernkraftwerke über den Winter hinaus zu verlängern. Man kann das alles nicht mehr glauben. Die FDP ist dafür, Kernkraftwerke laufen zu lassen, stimmt dann dagegen und ist dann wieder dafür, sie laufen zu lassen. Noch einmal, die FDP ist für Atomkraft, sagt aber Nein zu Atomkraft. Was für ein Wahnsinn in dieser Situation. Christian Lindner feierte seine Hochzeit am Wochenende übrigens in einem Restaurant, in dem es kein elektrisches Licht gibt, sondern nur Kerzenschein. Bundeskanzler Olaf Scholz war auch da. Da konnte er sich schon mal an das stromlose Deutschland bei Kerzenlicht gewöhnen, dass er bald regieren wird. Olaf Scholz wird unser Kanzler der Kerzen. Olaf Scholz weiß also, dass man Gas sparen kann, indem man Atomkraftwerke laufen lässt. Schauen Sie mal. Gleichzeitig will ich dazu sagen, dass wir natürlich uns fachlich und ganz unideologisch mit solchen Fragen beschäftigen. Deshalb ist es so, dass wir ja für die Zeit, um die es uns jetzt zuallererst geht, nämlich dieses Jahr, die Atomkraftwerke laufen haben. Sie werden gerade in diesem Sommer gebraucht, damit möglichst viel Strom von ihnen produziert wird und wir deshalb auf Gas als Produktionsquelle verzichten können. Wie Sie sicher wissen, geht es ohnehin nur um Stromproduktion, wenn man die Atomkraftwerke betrachtet. Das, was wir an Heizenergie brauchen, was wir an Prozessenergie für die Unternehmen brauchen, das kann dadurch gar nicht ersetzt werden. Es geht also nur um einen kleinen Teil der Stromproduktion. Und da sind die Fachleute der Ministerien mit ihrer Expertise zu anderen Erkenntnissen gekommen, als die, die Sie in Ihrer Frage untergebracht haben. Olaf Scholz weiß, dass man Gas sparen kann, indem man Atomkraftwerke laufen lässt. Er will aber genau das dann nicht mehr tun, wenn Gas am dringlichsten gebraucht wird, nämlich im Winter. Apropos Gas sparen. Sie erinnern sich, dass Wirtschaftsminister Robert Habeck keine Prämie an deutsche Haushalte zahlen will, um jetzt Gas einzusparen. Kriegst du nicht, Alter, war seine Antwort darauf. Menschen, die so etwas erbitten, findet Habeck unappetitlich. Da ging es übrigens um 50 Euro pro Haushalt. Gleichzeitig hat Bundeskanzler Olaf Scholz Indien neue Entwicklungshilfen in Höhe von 10 Milliarden Euro zugesagt. Das wären immerhin 25 Euro pro Haushalt hier in Deutschland. Schauen Sie mal, wie Olaf Scholz das im Bundestag erklärt. Ich darf zu sagen, es ist wichtig, dass wir unseren internationalen Verpflichtungen nachkommen und dass wir dazu beitragen, dass zum Beispiel andere Länder auch den Weg einschlagen, den wir für die ganze Welt wichtig finden, nämlich CO2-neutral Wirtschaften zu entwickeln. Das gelingt anderen Ländern nicht so einfach wie uns und ohne unsere Unterstützung. Was Olaf Scholz hier behauptet, es ginge irgendwie um Klimaschutz, ist aber totaler Unsinn. Tatsächlich gibt Indien unsere Milliarden aus, um Öl aus, Achtung, Russland zu kaufen. Für rund 5 Milliarden Euro kaufte Indien allein in diesem Jahr russisches Öl. Das ist 5-mal so viel wie im letzten Jahr. Wir kaufen Putin kein Öl mehr ab, um bei uns zu heizen. Dafür kaufen wir Putins Öl jetzt für Indien. Und gleichzeitig sagt unsere Regierung der eigenen Bevölkerung, kriegst du nicht, Alter. Da wären die 10 Milliarden Euro besser aufgehoben gewesen, wenn man im kommenden Winter die Scheine einfach hier in den Kaminen deutscher Wohnzimmer verheizt hätte. Dann würden wir zwar immer noch Geld verbrennen mitten in einer aufziehenden Wirtschaftskrise,
Aber zumindest würde es ein paar Menschen hier im Land wärmen. Wenn Sie Olaf Scholz fragen, was er gegen die Preisexplosion in unserem Leben macht, dann verweist er gern auf die konzertierte Aktion mit Arbeitgebern und Gewerkschaften. Ergebnisse hat die Runde natürlich noch keine gebracht, kommt aber bestimmt. Bald, sagt Olaf Scholz. In diesem Treffen der konzertierten Aktion geht es darum, wie wir den Bürgern und Bürgern und Unternehmen helfen können angesichts der riesigen Preissteigerung. Und wie gesagt, das nächste Treffen wird auch bald stattfinden im September. Und die Zeit dazwischen werden wir für viele Gespräche untereinander nutzen, um das gut vorbereitet zu machen. Und das wird dann auch sicher weitere Fortsetzungen geben. Es ist aus meiner Sicht der Weg, wie das gelingen kann. Bald, im September. Das ist bald bei Olaf Scholz. Sie hören den selbsternannten Respektkanzler, der erstmal ganz entspannt die Sommerferien und die Urlaubszeit abwarten will, bevor er was gegen die Inflation unternimmt. Das ist bald beim dringlichsten Problem, das Deutschland seit Jahrzehnten hatte. All das kann man niemandem mehr erklären. So verhält sich eine Regierung, die dem eigenen Volk nicht dienen, sondern es umerziehen will. Mit der grausamen Zwangsmaßnahme eines kalten, dunklen Winters. Und nach 2 Jahren, in denen uns die Regierung damit belästigt hat, wie oft wir unsere Hände zu waschen haben, hören wir jetzt von den Leuten, die für unsere Gasversorgung zu verantwortlich sind. Achtung, bitte weniger Hände waschen. Man kann es alles nicht mehr glauben. Man kann es alles nicht mehr glauben. Weniger Hände waschen. Nachdem sie die letzten 2 Jahre mehr Hände waschen sollten. Wer kann sich das noch merken? Nichts fürchtet Olaf Scholz mehr als den Blackout. Aber da er nichts dagegen unternehmen kann oder will, erleben wir jetzt, was wir schon in den letzten großen Krisen erlebt haben. Wir haben uns seit einigen Wochen gespannt gefragt, mit welchem Begriff die Bundesregierung wohl diesmal Menschen beschimpfen wird, versuchen wird, sie mundtot zu machen, wenn sie allzu frech und vorlaut über die Energiekatastrophe sprechen, die jetzt gerade über uns hereinbricht. Sie erinnern sich, wie die Bundesregierung in den letzten beiden großen Krisen unseres Landes reagiert hat. Sie ging stets auf die eigene Bevölkerung los. Wehe, sie sprechen vom Blackout. Wenn Sie auf die Gefahren der Flüchtlingspolitik hingewiesen haben, dann waren Sie ein besorgter Bürger, was natürlich Neonazi heißen sollte. Inzwischen spricht die Innenministerin Nancy Faeser über Polizeischutz in unseren Freibädern, was vor 2 Jahren natürlich noch als rechte Verschwörungstheorie gegolten hätte. Wenn Sie es gewagt haben, auf mögliche Nebenwirkungen des, wie Karl Lauterbach sagte, nebenwirkungsfreien Impfstoffs hinzuweisen, dann waren Sie ein Schwurbler, ein Querdenker, ein Leugner, was auch immer Sie geleugnet haben sollen. Inzwischen sagt Karl Lauterbach, dass die Impffolgen besser erforscht werden sollen, dass es natürlich Nebenwirkungen gibt. Was also würde sich die Regierung diesmal einfallen lassen, damit wir uns nicht mehr trauen, über das zu sprechen, was uns am meisten besorgt? Die Antwort ist jetzt endlich da. Wenn Sie über den Blackout sprechen, dann sind Sie ein Blackout-Lügner. Schauen Sie mal. Und heute führen wir mit dem klangvollen Namen Ersatzkraftwerke-Bereithaltungsgesetz eine Maßnahme ein, mit dem wir Gas aus der Verstromung rausnehmen. Das heißt, wir sparen Gas, gleichzeitig fahren wir Kraftwerke hoch, damit Strom immer fließt. Und deswegen ist auch Ihre Blackout-Lüge totaler Quatsch. In Deutschland bleibt das Licht an, weil sich hier Leute, die nachdenken, darum sorgen. Es gibt also eine Blackout-Lüge. Interessant. Wenn Sie von dem Blackout waren, davor Angst haben, dann sind Sie ein Blackout-Lügner. Das ist die Rhetorik, die Regierungen anwenden, wenn ihre Politik so erkennbar, so offenkundig, irrsinnig und so gefährlich ist, dass sie niemand mehr davon überzeugen kann. Wenn Sie, die Bürger, nicht überzeugt sind, dann sollen Sie wenigstens Angst haben. Die Politik der Bundesregierung hat in den letzten Wochen schon viele Menschen in Pleite und Arbeitslosigkeit getrieben. Wir sind jetzt verbunden, bei uns zu Gast Daniel Schubert, Geschäftsführer der Deutschen Metallveredelung, die am Mittwoch Insolvenz anmelden musste und am Donnerstag knapp 100 Menschen die Kündigung aussprechen musste aufgrund der gestiegenen Energiepreise. Herr Schubert, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Was waren das für Szenen bei Ihnen in der letzten Woche? Ja, ich grüße Sie, Herr Reichelt. Ja, also wir haben in den letzten Monaten, quasi kann man schon sagen, seit Anfang des Jahres relativ starke Themen bezüglich der Energiekrise oder auch Energiepolitik. Und uns hat es zum Schluss dann wirklich auch den Kopf gekostet. Wir mussten das Unternehmen schließen aufgrund einfach zu hoher Gas- und Strompreise, die wir einfach nicht tragen konnten. Was heißt zu hoher Gas- und Strompreise? Geben Sie uns mal einen Eindruck. Wie waren die Strompreise vor einem halben Jahr, vor einem Jahr? Wie sind sie heute für Ihr Unternehmen? Genau, also wir haben letztes Jahr, bis Ende letzten Jahres, haben wir Verträge gehabt mit einem sehr guten Energieversorger, der uns dann irgendwann die Verträge auch nicht verlängern wollte,
haben dann angefangen, uns eine Alternative zu suchen, haben die dann auch gefunden und haben bis Ende letzten Jahres Energiekosten von knapp 70.000 bis 80.000 Euro, also zwischen 60.000 und 80.000 Euro pro Monat für zwei Standorte. Das ist bei uns ein normaler Schnitt, 8 bis 10% vom Umsatz, und mussten dann neue Verträge abschließen. Man hat dann aber schon Mitte letzten Jahres gesehen, dass die Energiepreise extrem durch die Decke gehen werden. Wir haben dann von unserem bisherigen gefahrenen Modell diese Festpreisstrategie, da sind wir dann gewechselt aufgrund von Anraten der Energieberater auf einen Termin- und Spotmarkt, also 60% Termin und 40% Spot. Und haben dann im Januar, Februar mit diesen neuen Verträgen arbeiten müssen und haben dann im März, nachdem wir die Rechnung bekommen haben, gesehen, in welche Richtung das geht. Und da sind die Energiekosten dann gestiegen von 60.000 bis 80.000 auf bis zu 400.000 Euro pro Monat. Also fast verfünffacht. Und hatten nicht die Möglichkeit, das an Kunden weiterzugeben und mussten quasi dann damit arbeiten. Für 4- bis 5-fache Energiepreise, das ist ja etwas, was jetzt auch vielen deutschen Haushalten bevorsteht. Wie betrachten Sie die Energiepolitik der Bundesregierung zurzeit? Also grundsätzlich ist es so, wie es eigentlich immer in Deutschland läuft mit der Politik, es kommt alles zu spät und viel zu langsam. Also man hat rückblickend jetzt letztes Jahr, Mitte letzten Jahres schon gesehen, wo die Richtung hingeht. Klar, durch Ukraine, das wusste natürlich letztes Jahr keiner, aber man hat letztes Jahr schon gesehen, dass die Preise auf jeden Fall extremst durch die Decke gehen werden. Man hat letztes Jahr angefangen zu diskutieren und so wie es dann immer mal ist, hat man dann einfach die Themen so ein bisschen nach hinten geschoben, hat sich immer noch mehr auf Corona fixiert und auch jetzt aktuell werden wenig die betroffenen Unternehmen mit ins Boot genommen, um auch Alternativen zu finden, Möglichkeiten, wie kann man das für die Zukunft gestalten. Und man sieht es ja in den Diskussionen, die aktuell noch geführt werden in Deutschland. Also ich glaube, man hat das noch immer nicht verstanden oder die Politik hat das immer noch nicht verstanden, was das für die Industrie wirklich bedeutet und für die mittelständische Wirtschaft. Herr Schubert, sagen Sie es uns einmal. Was bedeutet das, was Sie jetzt erlebt haben, für die Industrie und die mittelständische Wirtschaft in den kommenden Monaten, in den Wintermonaten? Ja, also wie gesagt, wir sind metallverarbeitender Betrieb im Bereich der Oberflächenbeschichtung. Da ist es einfach so, dass man überwiegend mit Gas und Strom arbeitet, wobei Gas bei uns noch der Energieträger ist, der vorherrschend ist. Gibt natürlich auch Betriebe, die Öfen heizen, die Glas produzieren. Und bei diesen Betrieben funktioniert einfach nichts ohne Gas. Also Gas ist der Energieträger. Und ich habe heute nur das mal so einen Eindruck bekommen, mit einem befreundeten Unternehmen gesprochen. Dadurch, dass wir schließen mussten, habe ich so den einen oder anderen Kunden dann weitervermittelt, damit er gut aufgehoben ist. Und der hat mir ganz klar gesagt, Daniel, ich kann den Kunden nicht annehmen, weil ich muss mit dem Kunden Verträge machen und ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt beliefern kann, weil ich gar nicht weiß, ob ich überhaupt noch Gas kriege. Ne? Also man geht schon so weit, dass man sehr stark damit rechnet, dass Betriebe einfach dann auch schließen müssen. Und in unserer Branche ist es einfach so, haben wir kein Gas, dann fällt der gesamte Umsatz weg. Herr Schubert, das muss ja auch für Sie persönlich und fürs Unternehmen eine menschlich schreckliche Woche gewesen sein. Vermitteln Sie uns mal einen Eindruck davon, weil das ja etwas ist, was vielleicht noch vielen Betrieben in Deutschland in den kommenden Wochen und Monaten bevorsteht. Was bedeutete das menschlich, was Sie da letzte Woche zu verkünden hatten? Ja, ist natürlich sehr schwierig. Also wir haben die letzten Monate, klar, die Belegschaft wusste natürlich schon Bescheid, wie die Reise hingeht. Die sehen es ja auch selber, wie die Energiekosten sich entwickeln. Und wir haben da auch immer offen mit unseren Leuten gesprochen. Wir haben Investoren gehabt, im Zuge jetzt der Insolvenz durch unser Insolvenzbüro auch nochmal angesprochen worden sind, durch einen Insolvenzverwalter, die sehr gute Arbeit geleistet haben. Wir sind ein hochtechnologisches Unternehmen. Wir haben in den letzten 2 Jahren über 10 Millionen Euro investiert, also modernste Technik. Und alle haben gesagt, wir finden das toll, was ihr da macht. Allerdings können wir euch nicht übernehmen, weil einfach für uns die Energiethematik, wir können das nicht fassen, wir wissen nicht, wo die Reise hingeht. Und wir mussten dann, wie gesagt, so bitter das dann auch ist, das, was wir dann wirklich alles, und das kann man auch wirklich so sehen, mit Händen aufgebaut haben, also
wir von der Geschäftsführung oder ich von der Geschäftsführung, unser gesamtes Team, was wir haben. Wir haben Wochenenden in der Firma verbracht. Wir haben unsere Linien auf dem Boden, die Markierungslinien selber gezogen. Wir haben selber sehr viel privates Geld mit reingebracht und müssen jetzt quasi oder haben jetzt quasi innerhalb von anderthalb Wochen das demontiert, was wir uns in langen Jahren auch aufgebaut haben. Und das ist natürlich schon, ja, wenn man in den leeren Hallen steht, also das ist schon wirklich ergreifend. Und wir haben heute noch mit den Mitarbeitern darüber gesprochen, mit den paar, die noch da sind. Einfach auch wirklich teilweise herzzerreißend, wie so schnell sowas in bergab gehen kann. Und vor allem, man nicht wirklich die Möglichkeit hatte, selber auch dagegen zu steuern. Also ich kann eigene Fehler, die ich mache, kann ich versuchen, gerade zu ziehen und kann auch versuchen, was draus zu machen. Aber wissen Sie, wenn Sie tun und machen und haben eigentlich gar keinen Einfluss darauf, was da passiert, weil es einfach von außen gesteuert wird durch, ja, ich sag mal, durch die Wirtschaft, durch auch vor allem durch die Politik auch, ja, ist ganz schlimm. Herr Schubert, was ist, wenn Sie das betrachten, Ihre Prognose für die deutsche Industrie in den kommenden Monaten? Ja, also man sieht es ja jetzt, wo die Reise hingeht. Ich glaube, der eigentliche Zerfall vieler Unternehmen, der wird so auch nicht mehr aufzuhalten zu sein. Also man kann jetzt höchstens versuchen, noch das Beste draus zu machen. Aber man sieht ja anhand der Diskussionen, die jetzt aktuell laufen, man macht sich ja immer noch viel zu sehr Gedanken, ob irgendeiner, ich sag mal, zu Hause noch Warmwasser hat oder nicht, welche Betriebe man zuerst abschaltet. Also wir stehen ja jetzt irgendwann kurz vorm Winter. Wir werden einfach das Gas nicht in der Menge zur Verfügung haben, wie wir es brauchen, wenn da nicht wesentlich was passiert. Und es wird einfach so sein, dass Betriebe und das wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten zahlreicher dann auch schließen müssen oder auch in Insolvenz gehen, wenn es da nicht irgendwelche staatlichen Hilfen gibt, wie jetzt zu Zeiten von Corona. Und das wird dann noch sehr vielen Menschen auch Arbeitsplätze kosten. Und wie gesagt, lustig ist es nicht, aber da kann man der Politik auch wirklich mal sagen, es war schön, dass ihr dafür sorgt, dass die Leute es zu Hause warm haben, aber leider werden sie keinen Job mehr haben, um diese Wärme auch zu bezahlen. Ja? Und da glaube ich, da sind die Diskussionen noch viel zu weit am Anfang. Und da muss einfach mal auch was gemacht werden. Also da brauchen wir Macher. Und nicht nur Leute, die reden, sondern auch wirklich Personen oder Politiker, die was umsetzen. Ein dramatischer Appell aus Lennestadt von Daniel Schubert. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank für Ihre eindringlichen Worte und vor allem alles Gute Ihnen nach Hause an Sie und Ihre Mitarbeiter. Das war Achtung Reichelt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind der entschiedenste Gegner von Spin-Propaganda und Scheinheiligkeit in der Politik. Bis zum nächsten Mal.